Erstmal Helden austauschen. Hab ich gerade der Mentalist? Kann der Heilaura? Also ja, geben wir der dem Steinkopf seine Zunge zurück. Die haben wir uns ja nur geborgt, also sind wir wenigstens so nett und geben sie zurück. Da muss ich sie außerdem nicht die ganze Zeit im Inventar mit rumschleppen. Welche Hardeko-Puppen fehlen uns denn jetzt eigentlich noch? Wir haben den Torwächter, den Schatten und den Mentor. Und den Trickster und den Erzmagier. Es fehlt uns also nur noch der Held eigentlich. Ja. Steinzunge einsetzen. Machen wir es gleich ganz richtig. So. Ich finde es echt ein bisschen doof, dass man sich nicht ansehen kann, was für Zauber die verschiedenen Helden haben. Weil uns fehlt eine Priesterrune. So, Schachbrettraum. Hier! Mir nach! Was wünscht ihr, Rune? Ausgeführt! Auf dem Weg! So, Xalabar. Nun! Ja, hier ist das Zepter der Winde. Das Zepter. Wind und Weite. Da seht. Hier in seinem Griff, das sind die Locken des ersten Karls. Aber 100 Generationen alt. Aus den Höhlen in diesem Stein wispern die Stimmen der Winde. Wir sind wieder eins mit unseren Göttern. Brüder, es ist geschafft! Kartei gehört mir! Ihr habt euer Zepter, nun macht den Weg frei! Damit ihr den Krieg zu meinem Volk tragen könnt? Niemals! Männer, erschlagt den Runeknecht! Xalabar, du gabst ihm dein Wort. Willst du den Zorn der Winde über uns bringen? Es ist zum Wohle unseres Volkes. Was zählt da schon ein Wort? Greift an! Der Hass hat ein Herz verschlungen. Du bist von Sinnen, Xalabar. Du verleugnest mir die Treue eines Kriegers? Ich kämpfe nicht für einen Lügner. Dann stirb als Feigling! Ja.
Ja. Wir dürfen mal wieder was machen. So. Belebung Xalabas Herz. Den Schlüssel zum Ausgangstor. Die Uro hat uns nichts Neues mehr zu sagen. So. Damit könnten wir jetzt das Portal aufgeben. Okay, erstmal will ich gucken, was du kannst. Also den Mentalist beschwören. Wenn nicht, ich mag meine Medusa eigentlich noch recht gut. Stehe bereit. Göttliche Heilung 14. Sollte eigentlich für den Anfang recht vernünftig sein. Also gut. Krieger. Kämpferin. Schütze. Also ja, ist keine Aura. So, was kannst du? Große Klingenwaffen, große Schlagwaffen, schwere Rüstung und Schilde. Also kriegst du das. Schildmäßig kriegst du so ein. Kriegst so einen, weil was anderes haben wir nicht in der Kampfklasse. Ja, komm. Die minus 5 auf Laufen. Da bist du gepanzert. Ja, ein edler Turnierhelm noch. Ringmäßig. Roter Glanz, weil du bist ein Tank. Haben wir noch irgendwas, was... Ja, genau, der ist gut. So, kümmern wir uns als nächstes um sie. Also ich mache jetzt meine Helden noch ready. Kleine Klingenwaffen, kleine Schlagwaffen in erster Linie. Dann kriegst du das Teil in die rechte Hand. Das Teil in die linke. Ja. Nein, nimm das Ding. Das sieht besser aus. So, rüstungsmäßig. Schlangenlederpanzer. Haben wir dazu auch eine passende Hose? Wo die Rotlederbeinlinge? Harlekinshaube? Der ist für unseren Schützen, der Geschicklichkeitsring. Altherz, das ist ein gutes Teil. Ach ja, und für dich ist das Ding. Na, das stärkt Geschicklichkeit, das ist auch nicht schlecht. Wobei, da ist der dann noch ein Tick besser. Nein, den kriegt auch unser Schütze. So.
So, dann was haben wir für dich Schönes? Eine Zeremonienkappe. Ah, göttliche Runen. Göttliche Runen wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wobei göttliche Runen wahrscheinlich für unseren Magier besser wären. Ich meine, was? Ah, das Teil. Nö, eigentlich dann doch eher für dich. Wo waren jetzt die Hosen der göttlichen Runen? Da. Dann kriegst du noch das Ding auf. So. Siehst zwar damit ein bisschen ulkig aus. Was für Waffen kannst du? Große Klingenwaffen 5 und ja. Gut, dass wir das Ding noch haben. Gut, okay, letzter im Bunde. Ja, der Mondkristall, der ist auf jeden Fall stark. Schild der Urelemente, das ist unser gutes Schild. Ne, da ist mir die Robe der Former ehrlich gesagt lieber als die Robe der Vergeisterung. Oder ein Ring. Ach so, ein Helm fehlt auch noch. Helm der zweiten Sicht am besten. Und ringmäßig. Ja, genau das Ding hier. Gut. Die Uhu hat uns leider nichts mehr zu sagen. Also ja, wir haben jetzt unsere Helden. Da werde ich dieses Mal meinen Cut vor dem Portal machen, weil ich weiß, nach dem Portal kommt eine Cutscene. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt erst noch an den Schluss hängen. Packen wir die lieber an den Anfang von der nächsten Aufnahmesession. Aber ich denke mal, wir können zufrieden sein. Wir haben die Uhrwerkhallen ein zweites Mal geschafft. Dieses Mal besser als beim ersten Mal. Das Tor ist durch ein Schloss gesichert. Zalabas Schlüssel verwenden. Das Schloss, der Schlüssel passt. Mit einem Grollen öffnet sich das Tor. So, Sie haben Erfahrungspunkte erhalten. So, jetzt zu mir. Findet das Portal. Ja, besiegt Salaba und seine Männer. Ein Kampf ist jetzt unausweichlich. Stellt euch Salaba und seinen Krieger. Findet das Portal in die Wachfeste und verlässt damit die Uhrwerkhallen. Ihr müsst das Portal finden, das von den Uhrwerkhallen in die Wachfeste führt. Reist dann dadurch weiter. Oh, da ist ja auch unsere große Beutetruhe. So. Gut. Ja, sehr viele Runen, die wir dann erstmal verkaufen können. Also 10 von 15 haben wir schon mal. Ich weiß, 2 kriegen wir noch von aus der Arena. Eine kriegen wir in der vorletzten Map. Das ist die Truhe, die ich damals suchen musste beim ersten Durchgang. Das sind schon mal 3. Und ich glaube, in der Stadt der Seelen gibt es garantiert auch noch 2 Stück für uns. Ja, gut. Wir speichern jetzt hier erst einmal.
Und dann gibt es einen Cut. Also, bis gleich.